Berlin, nach dem gewaltsamen Tod einer hochschwangeren Frau ist ein 33-Jähriger des Mordes und der Vergewaltigung schuldig. Die gespeicherten Telefonverbindungen führen zu Robert P. aus Ahrensfelde. Die Tat bestreitet er. Motiv für die Vergewaltigung sei sein sehr starkes, unbefriedigtes sexuelles Verlangen gewesen. Ich nehme dieses Video auf, um jemanden zu gedenken und die Geschichte zu teilen, weil ich finde, die Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt. Hochschwangere Frau vergewaltigt und ermordet. Lebenslange Haft, versteinert hört Handwerker Robert P. 33, das Urteil. Seit November 2020 lief der Prozess. Angeklagt war Totschlag. Verurteilt wird er als Vergewaltiger und Mörder, zur Höchststrafe. Jacqueline K. ist 31 Jahre jung und lebt in Berlin-Prenzlauer Berg. Sie ist im 8. Monat schwanger. Erwartet ein Mädchen. Im Mai 2020 ist sie seit Tagen nicht erreichbar. Ihre Familie macht sich Sorgen, die Wohnung wirkt aufgeräumt, in einer Zimmerecke liegt unter Beuteln und Taschen ein mit Gürteln festgezurrtes Deckenbündel, darin die Leiche der werdenden Mutter. Handy und Wohnungsschlüssel sind weg. Die gespeicherten Telefonverbindungen führen zu Robert P. aus Ahrensfelde. Die Tat bestreitet er. Die Leiche sei mehrschichtig in Handtücher und Decken eingewickelt und zu einem tragbaren Bündel verschnürt worden. Mund und Nase sorgfältig abgeklebt, Körperöffnungen mit Zellstoff und Sexspielzeug verschlossen. Die Ermittlungen der Mordkommission ergaben, er suchte nach einem Transporter und Werkzeug, wohl um die Leiche verschwinden zu lassen. Ein grauer Plastiksack lag schon gefüllt bereit. Die Richterin, er war mit der Entsorgung noch nicht fertig. Er hatte ihren Wohnungsschlüssel. Vergewaltigung sei sein sehr starkes, unbefriedigtes sexuelles Verlangen gewesen.
Die Richterin, eine Freundin hatte er nicht. Bordelle waren wegen Corona geschlossen. Die einzige Frau, wo er es versuchen konnte, war sie, und sie hat Nein gesagt. Auch wenn er vorher nie aggressiv gewesen sei, unter seiner Oberfläche brodelte es, so die Richterin. Viele Fragezeichen bleiben, das hält uns nicht davon ab, zu verurteilen. Die Urteilsbegründung dauert über eine Stunde. Dann verkündet die Richterin Robert P. den neuen Haftbefehl. Er ist des Mordes und der Vergewaltigung überführt. Es besteht hier. To die.